So, Amy ist direkt in meine Tütensortieraktion reingelaufen und stört da so ein bisschen den Ablauf. Insofern dachte ich, könnte sie dann auch noch mal angucken. So, da ist sie. Na, Amy, da bist du. Aber du bewegst dich immer so, dass du immer wieder aus dem Bild kommst, du. Da muss ich die Kamera nachjustieren. Ne? Sag doch mal zu den Zuschauern Hallo. Bisher machst du dich ja im Moment so ein bisschen rarer. Rarer. Rar, sagen wir mal so. So, dann kraulen wir sie mal unterm Kinn. Und dann guckt sie auch so halbwegs in die Kamera. Wenn sie wüsste, dass sie bei YouTube ist, ne? Vielleicht weiß sie es ja und möchte es. Aber ich glaube eher nicht. Amy, du guckst direkt in die Kamera. Ist ja völlig egal gerade, ne? Oder? Ja. Ja, ihr habt Amy nochmal gesehen. Weiß nicht, ob ihr 10 Minuten lang zugucken wollt, wie ich sie streichel. Wahrscheinlich eher nicht. Einige von euch vielleicht schon. Andere sagen so, um Gottes Willen, schon wieder diese Katze. Aber, ne? Das ist mir egal. Ich zeige sie zwar jetzt nicht die ganze Zeit, aber wenn sie da ist, dann wird sie auch gezeigt. Und damit basta, ne? Du gehörst dazu. Du bist ja sogar auf dem Avatarbild drauf, ne? Auf dem Logo. Und auf den Tassen bist du auch verewigt und überall. Nur schade, dass du nicht mitbauen kannst. Du könntest eher kaputt machen, ne? Oder? Ja. Na gut. Ich werde gleich weiter die Tüten sortieren und dann baue ich weiter und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Bis später. Ich habe bis 201 gebaut, also wieder ein ganzes Stück weiter. Und ja, wie ihr seht, hat es sich ordentlich weiterentwickelt. Wir haben hier den kleinen Pavillon fertiggestellt, den Zeitungshändler. Das Dach dazwischen jetzt auch. Da hatte ich das eben schon gezeigt, weiß ich nicht. Dann haben wir hier hochgebaut die ganze Zeit. Ja, hier sind irgendwelche, diese Brick Modifieds. Ich weiß nicht, ob das Fenster sein sollen oder ob da noch was draufkommt. Das ist jetzt auch endlich alles verbunden. Hier mir verkleidet. Hier seht ihr, bauen wir jetzt auch so eine Brücke raus. Ja, das passt dann da an die andere hinten ran. Wird also wirklich eine Brücke. Hier bei den Fenstern ist eine Lücke daneben. Die wurde nicht geschlossen. Also hier auf beiden Seiten. Und ja, so sieht's aus. Hier haben wir eben schon verkleidet, dass da ordentlich was drauf kann mit Plates. Ich denke mal, wird das gleiche auf der Seite noch passieren. Und ja, also macht weiterhin Spaß, aber ist wirklich ein langwieriges Haus. Das muss man ganz klar sagen. Und ich werde jetzt auch diesen Bauabschnitt fertig machen, weil der hat ja 18 Tüten, wie gesagt. Ne? Das dauert so lange. Da schaffst du nur einen Bauabschnitt an einem Tag sozusagen, habe ich da fast das Gefühl. Naja, gut, ich habe dann 2 geschafft, wenn ich das hier mache. Aber ja, muss ich langsam auch aufhören, weil ich muss auch mal was essen. Ich mache jetzt erstmal weiter, damit ich mit dem hier fertig werde. Das sind nochmal irgendwie, glaube ich, 13 Schritte mit den ganzen Teilen, die jetzt noch übrig sind. Und dann bis später. Und wir sind mit Bauabschnitt 5 fertig. Und so sieht es jetzt aus. Wir haben hier noch viel Grünzeug rangebracht, dass das alles so ein bisschen bewachsener ist. Wir haben hier verkleidet, wieder mit den Toilettendeckeln, Roboterarm und so weiter. Ja, so sieht die Rückseite des Gebäudes aus. Da kommt dann auch nichts mehr hin. Das ist sozusagen das Ende. Und hier haben wir auch verkleidet. Hier noch 2 Lampen angehängt. Das Einzige, was sehr enttäuschend ist, hier ist alles fest, aber diese Wand hier, die haben wir nicht festgemacht. Die ist, weil die auch versetzt ist, also reingeversetzt ist, passt das oben dann auch nicht zusammen, ne? Weil hier, sie wird zwischen 2 Noppen. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass sie das irgendwie nicht gemacht haben. Finde ich blöd, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ja. Weiß auch nicht, warum sie das so gemacht haben. Nach drin da jetzt noch was frei, aber da kommt jetzt nur noch ein Dach drauf, wie ich gesehen habe, und das war's.
Also die Wand ist ein bisschen wackelig. Gut. Wir sollen die beiden jetzt zusammenführen nach Ende der ja, ich sehe gerade, dass da sozusagen ja eigentlich schon hier zwei Fliesen drauf sind. Die nehme ich mal weg, weil sonst kriege ich das irgendwie nicht zusammen, habe ich das Gefühl. Hier ist irgendwie eine Tüte drin. Vom Bauabschnitt 8 oder sowas. Jetzt seht ihr, dass da oben die Brücke zusammenstößt. Da muss man jetzt noch ein bisschen vorsichtig, aber fährt bestimmt was ab. Wenn man das zusammendrückt, könnte auf jeden Fall passieren. Tut es aber nicht. So, dann packe ich mal die beiden Fliesen hier wieder rein. So. Und dann müssen wir es mal zur Brücke drehen. Dass wir die dann hier zusammenkriegen. So. Oh, oh mein Gott. Na toll. Ja, super. Das hat ja geklappt. Wo kommt denn der Roboterarm her? Achso, der war hier unten drin. Sagen wir mal so, das hat ja geklappt. Nämlich gar nicht. Kommt er wieder hier von unten ran? Oder wie war das jetzt? Ich glaube ja, ne? Scheiße. So was Blödes aber auch. Kriegt man das... Ja, gut, wartet. Ah. Komm. Das gibt's doch nicht. Warum gehst du denn nicht mehr rein? Ja? Nee, da ist sogar kein Knobbel. Bin ich jetzt blöd? Nee, das war so. Genau. Oh Mann. Ja, das passiert dann. So war's. Den dann wieder rüber. Und dann müssen wir hier mal versuchen, ob wir das irgendwie zusammenkriegen. Das ist jetzt gar nicht mal so einfach, aber geht. So. Dann das darüber. Okay. Hier noch ein bisschen drücken. Ist irgendwie leicht gebogen hier. Ja, gut, es ist nur eine Wand, ne? Oh Mann. So. Oh je, oh je. Jetzt auch ein bisschen. Oh, jetzt habe ich da schon wieder ein Geländer ab. Ja, diese ganzen Verhübscherungen eigentlich schon anzubringen, bevor man hier überhaupt was zusammensetzt, ist natürlich teilweise auch ein bisschen blöd, ne? Blöd, blöd. So, der war so dran. Wartet. Genau. Die Lampe. Gut. Mein Gott. Schwere Geburt. Jetzt haben wir die volle Größe erreicht. Deswegen sage ich auch, ich muss echt gucken, wo ich das hinstellen kann. Wird schwierig. Weil das ist doch nochmal einiges größer als normales. Jetzt kommen hier bestimmt demnächst gleich Plates rüber, um dann was zu machen. Aber ansonsten haben wir hier schon mal eine Brücke, aber noch ohne Boden. Der kommt wohl hoffentlich noch hier rein. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber weil und von unten können wir ja nichts mehr gegenbauen. Hier seht ihr auch, dass das so ein bisschen eingedellt ist. Ich weiß nicht, wie man das auf der Kamera sehen kann. Ja, also es ist grundsätzlich stabil, bis auf diese Wand hier. Und es sieht auch cool aus, finde ich. So. Genau. Damit sind wir mit Bauabschnitt 5 durch. Ich hoffe, ich zeige euch das nochmal einmal von rundherum. Euch hat das bisher Spaß gemacht. Es geht dann weiter mit Bauabschnitt 6. Ja. Ne? Filmkulisse. Schöner Durchgang hier. Kann man natürlich gleich noch weiter bauen, wenn man noch ganz viele Steine hat. Hier so eine Gasse längs bauen. Ist schon cool gemacht, muss ich sagen. Definitiv. Mit dem Zeitungsständer da im Hintergrund und hier noch die Bank. Alles bewachsen da. Ist das schon mal ein toller Anfang. Okay, dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann. So, Bauabschnitt 4 haben wir angefangen und gleich fertig gebaut. Das waren ja nicht so viele Tüten, hatte ich ja schon gesagt. Insofern habe ich das jetzt einfach durchgebaut. Wir haben einmal hier... im Mittelgang komplett einmal die Fliesen gesetzt. Hier haben wir einen Springbrunnen eingebaut. Und dann haben wir in den nächsten Schritten das Dach jetzt angebaut. So sieht das von unten aus. Hier einmal umrandet, dann hier überbaut. So von der Seite. Und die Türmchen. Und das soll jetzt hier drauf. Ich muss das mal eben einmal drehen, damit ich besser gucken kann. Weil die Tür,
die ist noch lose. Das muss man natürlich dann irgendwie treffen, dass das auch sitzt. Und dann haben wir hier irgendwie zwei Noppen. Und da drücken wir es dann auch drauf. So. Ja, gut, okay. Ja, jetzt drauf. Dann sieht hier diese Delle, die sich hier irgendwie gebildet hat. Irgendwie ist das hier ein bisschen höher als in der Mitte. Und hier ist es auch nicht verbunden. Na, wie ihr seht, ich kann das hier so ein bisschen eindrücken. Also perfekt ist es nicht. Könnte ein bisschen besser sein. Man könnte hier vielleicht einen Noppen anbringen, dass man das Dach auch da festmacht. Aber ansonsten sitzt es erstmal. Ja, jetzt kommt Bauabschnitt 7. Das sind wieder ein paar mehr Tüten. Und da bauen wir jetzt, ach, endlich die Rückseite. Voll. Irgendwie hatte ich gesehen im Internet, dass das ein 2:1 Set ist. Dass man zwei Möglichkeiten hat, etwas zu bebauen. Ich muss mal gucken, wo da eigentlich was in der Anleitung zu sehen ist. So, wir haben Bauabschnitt 7, haben wir 10 Tüten gehabt und haben jetzt bis Schritt 235 gebaut und sowas hier zusammengebaut. Also, das kommt dann so hier rein in das Haus. Hier ist dann der erhöhte Absatz, hier geht die Treppe von der Tür hoch, hier ist ausgelassen die andere Tür noch. Dann haben wir überfließt, von unten ist das hier hohl, ansonsten voll gebaut. Und das wird dann eben einfach eingesetzt, das sind die Zimmer. Ich habe mal geguckt, Schritt 7 und 8 bauen da jetzt diesen Inhalt rein. Und Bauabschnitt 9, der baut eine Mauer. Und diesen Bauabschnitt 9, den brauchen wir nicht, wenn wir die Zimmer eingebaut haben. So sieht das für mich aus. Bauabschnitt 9 würde hier einfach nur was hochziehen, eine Stütze, dass er da rauf kann, sonst bleibt es hohl. Und 7 und 8, die bauen das voll. Mal gucken, ob man 9 noch trotzdem noch braucht. Das werde ich dann sehen. Aber es sah so beim Durchblättern nicht so aus. Ich mache weiter mit 236 und dann bis später. Wir haben bis Schritt 251 gebaut. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier gut hochgebaut und eingerichtet. Wir haben hier einen Tresen. Mit irgendwelchen Sachen drin, hier was mit drin, hier was drin. Und hier die ganzen Regale gefüllt. Mit, denke ich mal, angedeuteten Spielsachen. Aber ganz nett gemacht, finde ich. So auf beiden Seiten der Treppenregale. Haben wir immer raufgesetzt und dann hier im Grunde genommen auf seine Plate und die dann hier befestigt und reingeschoben. Und ja, hier haben wir ein bisschen höher gebaut. Und dieses hier hinten, das ist aufklappbar, wie ihr seht. Ja, genau. Das ist Stand der Dinge in Schritt 251. Ich würde dieses Ding jetzt weiterbauen. Haben wir noch ordentlich Teile übrig in diesem Bauabschnitt. Und dann bis später, würde ich sagen. So, Leute, ich habe jetzt Bauabschnitt 7 fertig gebaut. Ja, braucht ja jetzt auch nicht mehr so viel, das irgendwie zu unterbrechen. Gucken wir uns das mal an. So sieht das fertige Produkt aus. Hier der Shop, den finde ich echt gut gelungen, muss ich sagen. Hier mit den Regalen, hier vorne diese Dinger. Dann hier der Tresen, Kasse. Ist kein Aufdruck drauf oder sowas. Hier der Tresen da, dahinter noch Regale hier und dann hier oben die Lampen. Schick gemacht, finde ich. Hier ist ein Treppenhaus drin. Geht erst so hoch, dann kommt die Treppe hier oben raus. Wir haben alles überfließt. Und ja, die Treppe hier, die ist nicht überfließt worden, was ich ein bisschen witzig finde, warum man hier jetzt keine Fliesen draufgepackt hat. Ja, gut. Ansonsten hier hinten sieht das so aus. Hier sollte eigentlich ein Stein in der Farbe rein, habe ich aber nicht mehr gehabt. Vielleicht habe ich irgendwo, keine Ahnung, was falsch verbaut. Fenster hier wieder mit Blumen. Und dies hier kann man, wie gesagt, aufmachen. Das ist hier Brick Modified, hier die Rückseite, so dass man das gut einklemmen kann. Und dann kann man von hinten rein und wieder zu. Und das war's. Und das kommt jetzt hier ins Haus. Gucken wir uns das mal an. Das soll jetzt so rum hier rein. Da sind ja ein, zwei Noppen. Und da soll es dann wohl drauf. Einmal. So, hopp. Und schon haben wir ein Innenleben. Ja, witzig gemacht, dass man das so auffüllt.
Oh, was habe ich hier gemacht? Ja, ich stecke die nochmal eben wieder ran hier. Und dann sieht man jetzt im Grunde genommen, hier ist die Treppe hinter. Und hier kommt man in den Laden, die Treppe hoch. So ist das dann aufgebaut. Also wirklich, ja, man kann da hinten dann theoretisch die Läden austauschen, rein theoretisch, wenn man das möchte. Gut, jetzt geht's weiter mit Bauabschnitt 8, wo wir dann hinten das Stockwerk 2 draufsetzen. Das hier ist immer noch lose. Das ist echt, naja. Gut, ja, da kommt dann Stockwerk 2 drauf. Das bauen wir jetzt im Bauabschnitt 8 zusammen, wie gesagt. Eigentlich eine Filmkulisse, die wir auffüllen. Gut, ich mache weiter und dann bis später. Okay, wir haben bis Schritt 319 gebaut und ich habe dieses Zimmer jetzt fertig gebaut. Ja, wir haben hier noch ein Regal mit, das sind alles keine Aufkleber, sind alles bedruckte Fliesen. Hier, da. Hier der Tresen. Da ist dann die Lokomotive drin. Hier noch wieder so ein Ding mit so Lampen dran, eine Uhr. Das haben wir überbaut. Hier sitzt ein Hase, Frosch, eine Kugel, noch ein Viereck. Dieses Ding hier, wie gesagt, kann man aufklappen. Witzigerweise ist hier auf beiden Seiten ein Loch. Bei dem anderen war ja eine Noppe auf der Seite und da das Loch und dann konnte man die einhaken. Das geht hier nicht. Ich habe noch mal in der anderen geguckt, aber nichts zu machen. Ist so gewünscht. Dieses Teil können wir rausnehmen und es ist auch jetzt nicht wahnsinnig fest. Wenn ich zu so doll gegenschlage, dann fällt es raus, wie ihr seht. Also, gut. Nicht perfekt. Was soll's. So, das Ding kommt jetzt hier rein und zwar hier oben drauf. Warte. Oh Gott, jetzt habe ich den ja wieder komplett in der Hand gehabt gerade, weil der setzt sich auch nur auf ein paar Noppen. Und dann kommt das Innenleben jetzt hier. Na, drauf, sag ich. Ja, genau, das meinte ich mit, es fällt leicht raus. So. Okay. Ja, da könnte man sich nochmal was anderes überlegen, dass man da doch irgendwie eine Noppe macht, wo man es festklemmen kann. So ist das natürlich nicht perfekt. Gut. Ja, so sieht das jetzt aus von hinten. Von der Seite. Hier ist ein Durchgang, wie ihr seht. Dass wir hier von der Treppe dann wahrscheinlich da reinkommen, denke ich mal. Und von vorne. Also haben wir hier unten haben wir Spielzeugladen und da oben über die Treppe erreichbar. Also, wenn das da unten auch ein Spielzeugladen sein soll, sah aber ja so aus, wenn ich mich daran erinnere, was wir da letztes Mal gebaut haben. Im letzten Bauabschnitt. Gut, jetzt bauen wir das letzte Zimmer hier oben ein. Das passiert auch noch im gleichen Bauabschnitt. Ja, jetzt habe ich da schon wieder gegengeschlagen. Beim Drehen schlägt man immer vorne gegen, dann fällt wieder was ab. So. Genau. Einmal nochmal aufklappen. Beides. Ja, so sieht's aus. Und wie ihr seht, hier ist eine Noppe, da nicht. Aber da war auch kein Stein dabei, der mir das ermöglicht hätte. Muss man sonst mal austauschen. Wäre irgendwie sinnig. Da ist wohl irgendwas falsch gelaufen. Denke ich mal. Gut, ich mache weiter. Bis später. Okay, wir haben jetzt bis 346 gebaut. Und ich habe das letzte Zimmer fertig gebaut. Da fehlte ein so ein Gitterteil in Schwarz. Das habe ich jetzt in die Mitte gesetzt. Das eine, was da war. Und hier musste ich irgendwie was ergänzen, weil es war nur noch ein 1x6er Brick da und ich brauchte aber einen 2er und einen 4er. Ich meine, der Schritt 9 wird ja jetzt ausgelassen, zeige ich euch gleich. Da wären vielleicht die beiden noch dabei gewesen und vielleicht auch eine Gitterfliese. Wer weiß. Aber erstmal habe ich sie aus meinem Portfolio genommen. Ja, da sieht es recht durcheinander aus. Und drin, seht ihr, haben wir da noch ein Regal und hier kommt dann die Treppe an und alles grün gefliest. Das Ding setzen wir jetzt hier ein. So. Gut. Und dann haben wir jetzt gefüllt alles. Witzig ist, die können wir aufklappen, die nicht. Das hier ist immer noch lose. Es wird dann erst vom Dach festgehalten. Das ist natürlich das Bekloppte. Also man könnte jetzt hier natürlich sagen, man baut das hier auseinander und versucht diese Wände hier zu verbinden. Wäre wahrscheinlich sinniger, weil, naja, wenn man es nicht rausnehmen will. Ne?
Weil das hier ist echt, hängt nur unten dran, ist nicht verbunden zu den Seiten, gar nichts. Gut, ist so. Und auch hier sieht man, dass die Wand dann vorsteht, im Gegensatz zu der. Ja. Das ist dann diese Spielerei mit dem Rausnehmen. Müsste für mich nicht unbedingt sein, aber ist jetzt so gemacht. Gut, ich versuche, stelle ich mal ein bisschen hoch. Ja, hier haben wir jetzt einen Durchgang in den Raum. Und insofern sind wir jetzt fertig. Jetzt fehlt nur noch das Dach, wie ihr seht. Das sind jetzt Bauschnitt 10 und 11. 9, wie gesagt, lassen wir aus. Jetzt stelle ich euch nochmal runter, dann kann ich euch das zeigen. Weil, wie ihr seht, in 9 bauen wir hier eine Wand alleine. Die passt ja jetzt nicht mehr dahin. Also die würde ja im Grunde genommen hier anstatt diesen Sachen würde da die Wand hinkommen. Und dann bleibt das leer dahinter. Welchen Sinn das hat, weiß ich nicht. Warum man das so machen sollte. Wenn jemand eine Idee von euch hat, kann ich mir das gerne sagen. Wenn man selbst ausbauen will oder so. Keine Ahnung. Also 9 überspringen wir. Wir machen dann weiter mit 10. Hier. Mit Schritt 379. Bis dann. Okay, wir sind jetzt im Bauabschnitt 10, haben mit 379 angefangen, sind jetzt in Schritt 394. Hier liegen übrigens die Beutel für Bauabschnitt 9, die wir ja nicht brauchen. Also die Teile hat man dann übrig. Oder eben die anderen für die Zimmer alle. Aber das weiß nicht, warum man sich dafür entscheiden sollte. So, wir haben in den ersten Schritten haben wir das hier gebaut, das erste Dachteil. Und ja, so sieht das aus. Hier ist es hohl. Da haben wir hier Verzierungen angebaut, auf die Seite auch. Und hier haben wir eine Treppe eingebaut, um, denke ich mal, das Dach besser also eine Stütze zu haben. Nicht um da hochzusteigen, sondern eine Stütze für die Dachsteine zu haben. Ja, daran baue ich weiter. Das wird wohl das für das schmale Dach sein. Wo ich mir gar nicht vorstellen kann, dass die drei Tüten für das große restliche Dach reichen. Ich bin gespannt. Vielleicht brauchen wir doch mal was für den Bauabschnitt 9, obwohl das Quatsch wäre. Ich mache weiter und wir sehen uns später wieder. Okay, wir haben bis Schritt 411 gebaut und das erste Dach fertig. Hier mit einem Erkerfenster drin. Ja, die Verzierungen sind die gleichen geblieben. Wir haben hochgemauert auf beiden Seiten. Hier oben ist so geblieben. Und hier haben wir noch einen Schornstein angebracht. Und das Ding kommt jetzt so rum hier drauf. Ach, die Wand, die wackelt. Das ist echt unglaublich. So, aber wenn man das dann drauf hat, sollte ja eigentlich... Oh Gott. Das ist aber schon ziemlich wackelig, muss man sagen. So, aber das Dach hält dann die Wand fest. Ich muss mal gucken, ob ich hinten auch komplett drauf bin. Ja, so. Gut, damit haben wir das erste Dachteil fertig. Ja, also weil das auch nicht verbunden ist, wackelt es auch ein bisschen so. Naja, erste Dachteil ist fertig. Jetzt kommt das zweite Dach, würde ich mal sagen. Oder denken, oder wie auch immer. Nee, für den Eckturm kommt erstmal noch das Dach. Und dann bauen wir wohl das letzte. Okay. Wir sind noch im Bauabschnitt 10. Ich mache weiter, würde ich sagen. So, wir haben jetzt den Rest von Bauabschnitt 10 gebaut und dann die Tüten von 11 aufgemacht und da schon angefangen. In 10 haben wir nur noch das hier gebaut, deswegen hatte ich da nicht mal unterbrochen. Das hat sich dann nicht wirklich gelohnt. Das kommt hier dann jetzt so rum, eigentlich einfach drauf, aber doch nicht so, oder? Nee, das wäre unlogisch. Okay. Das ist jetzt interessant, weil es passt nicht. Weil da unten Noppen sind. Uff. Gehören die da nicht hin? Das ist interessant. Tja, gute Frage, ne? Kann man so nicht sehen. Muss ich gucken,
Das würde auf jeden Fall irgendwie da drauf kommen. Und dann haben wir das angefangen zu bauen. Das andere Dach, alles aus Einzelteilen, erstmal hier kleinen Teilen zusammengesetzt. Ja, und das wird dann das letzte Stück im Puzzle. Okay, dann bis später. So, wir haben jetzt gebaut bis Schritt, ja, 439 ungefähr, kann man so sagen. Ja, wir sind jetzt fertig im Grunde genommen mit dem Gebäude. Hier liegt der Rest. Ich habe das Dach hier fertig gebaut. So sieht das jetzt aus von unten und von allen Seiten. Jetzt fehlen noch die beiden Erker. Jetzt müssen wir mal gucken. Der mit den beiden Platten, so sieht der aus. Der kommt hier rein. So. Ja, so von hinten ist noch eine Lücke da, aber die ist so halbwegs geschlossen. Und der hier kommt da rein. Na. So ist die Frage, warum will. Weil ich es falsch rum mache. Ja, okay, alles klar. Die Scheibe muss natürlich nach vorne. So, jetzt haben wir die beiden Erker drin. Jetzt drehen wir das Haus noch ein bisschen und versuchen das mal hier raufzupacken. Ich hoffe, ich schaffe das von hier. Achso, da habe ich einen Stein umgedreht, sodass die Noppen nach drinnen sind und dann passt es auch. So. Und so. Und damit ist das Gebäude definitiv fertig. Und jetzt kommen wir noch zu den Figuren. Die baue ich jetzt noch zusammen. Und dann sehen wir uns gleich mit den Figuren und dem Gebäude nochmal wieder. Dann drehe ich das nochmal und zeichne mal so ein bisschen. Und dann sind wir durch. Wahnsinn. Das hat echt lange gedauert, das Gebäude. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sieht cool aus. Aber ist auch riesengroß. Und ich muss erstmal gucken, wo ich das Ding hinstellen kann. Gut, bis gleich. Ja, und wir sind fertig. Ich habe die Figuren noch gebaut. Das sind normale Figuren, die also nicht irgendwie sich unterscheiden zu den uns sehr bekannten Figuren. Das haben wir dahin gesagt, die waren aber dabei. Hier haben wir einmal ein Mädel in Orange gekleidet. Die Drucke sind eigentlich recht gut, finde ich. Und lange Haare, von hinten der Torso auch bedruckt, die Beine bedruckt, die Arme in diesem Fall nicht. Dann haben wir hier einen Kerl, der sieht so aus. Recht normale Figuren, also jetzt nicht solche besonderen oder sowas. Hier mit Sonnenbrille eine. Dann haben wir hier eine Frau mit Kleid. Ja, von hinten bedruckt. Ich weiß nicht, passt nicht so richtig zusammen, aber gut. Dann ein mit Schermütze und hier dem Bazinga-T-Shirt. Oder Flash. Flash? Gut, keine Ahnung. So von hinten. Beine auch an den Seiten bedruckt. In diesem Fall die Arme. Zweifarbig. Dann einer mit Hut oder mit Zylinder. Der Spielzeugverkäufer wird es wohl nicht sein. Das wird wohl er sein. Oder vielleicht haben wir auch eine Verkäuferin. Vielleicht ist er der Zeitungshändler. Oder einfach nur einer, der hier am Springbrunnen spazieren geht. Dann eine Dame mit blauen Haaren. Und es als letztes ein kleiner Junge mit Sonnenbrille auf und ein Astronauten auf dem T-Shirt. Und das war's. Das sind die Figuren, die dabei sind. Geschichte dazu kann ich nicht erzählen. Steht auch nichts in der Beschreibung dazu, wer was sein soll. Gut, dann gucken wir uns nochmal das Gebäude an. Ja, jetzt ist es relativ stabil. Dies hier, wie ihr seht, ja, eher nicht. Das könnte man zur Seite alles wegklappen. So. Hier kommt man, wie gesagt, Treppe hoch, dann rüber in den Spielzeugladen, hier unten auch noch in den Laden rein.
von hinten sieht das Ganze jetzt so aus. Hier kann man, wie gesagt, aufmachen. Da fällt das Ding dann raus, weil es nicht hundertprozentig fest ist. Unten, wie gesagt, die andere Art, dass man das so ein bisschen einhaken kann. Der andere Laden, das scheint aber vielleicht doch gar kein Spielzeugladen zu sein, sondern eher so ein Essensladen, eine Bäckerei vielleicht. Ja, und hier im Turm ist eigentlich nichts großartig drin. Da ist eigentlich nur eine, sagen wir mal, so eine Treppe drin, die nach oben geht. Und dann kann man hier rüber gehen und kommt auch nochmal in den Laden rein. Ne? Also in den Spielzeugladen hier oben. Das ist einfach noch ein zweiter Zugang. Hier die Bank, der Zeitungsladen. Und das war's. Ja, wunderbar. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Der Bau hat sehr viel Spaß gemacht, hat sich aber ewig hingezogen bei mir, weil ich immer abends gebaut habe. Dadurch habe ich fast eine Woche dran gebaut. Ich meine, viel Bauspaß auf jeden Fall. Und jetzt muss ich, wie gesagt, hatte ich vorhin ja schon gesagt, noch einen Platz suchen. Das wird schwierig. Aber schauen wir mal. Ein bisschen stehen bleiben sollte es hier schon. Aber, ja, ich bräuchte eigentlich ein zweites großes Billigregal. Wird schwierig. Gut, gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal kommentiert, was haltet ihr davon. Und dann noch viel Spaß. Tschüss.